Anti-Doping Schweiz kennt ihr bestimmt alle schon seit Jahren. Ab dem 01.01.2022 wird es den Namen Anti-Doping Schweiz aber nicht mehr geben. Die Organisation wird ab diesem Datum Swiss Sport Integrity heißen und über einen größeren Aufgabenbereich verfügen. Wie und weshalb es dazu gekommen ist und welches die Zuständigkeiten und Abläufe sind, werde ich euch in den nächsten Minuten erläutern. Gerne stehe ich zudem am 01.12. für Fragen zur Verfügung. Das ganze Referat findet natürlich unter der Voraussetzung statt, dass das Sportparlament am 26. November dem vorliegenden Ethikstatut zustimmen wird. Anti-Doping Schweiz kennt ihr bestimmt alle schon seit Jahren. Ab dem 01.01.2022 wird es den Namen Anti-Doping Schweiz jedoch nicht mehr geben. Die Organisation wird ab diesem Datum Swiss Sport Integrity heißen und über einen größeren Aufgabenbereich verfügen. Wie und weshalb es dazu gekommen ist und welches die Zuständigkeiten und Abläufe sind, werde ich euch in den nächsten Minuten erläutern. Gerne stehe ich zudem am 01.12. für Fragen zur Verfügung. Das ganze Referat findet unter der Voraussetzung statt, dass das Sportparlament am 26. November dem vorliegenden Ethikstatut zustimmen wird. Heute noch Anti-Doping Schweiz. Wird die Organisation, wie ich bereits gesagt habe, ab dem 01.01.2022 Swiss Sport Integrity heißen. Die Anti-Doping-Arbeit hingegen bleibt genau gleich. Das heißt Dopingkontrollen, Ermittlungen, Prävention und Information. Diese Aufgabengebiete sind bekannt. Neu kommt zu den Aufgaben im Anti-Doping-Bereich der Ethikbereich hinzu. Das heißt Entgegennahme und Untersuchungen von potenziellen Verstößen gegen das Ethikstatut von Swiss Olympic. Gerne werde ich später noch etwas genauer auf die Abläufe und Zuständigkeiten im Ethikbereich eingehen. Diese zwei Bereiche, also Anti-Doping und Ethik, werden neu unter einem Dach zusammengefasst und bilden gemeinsam den Aufgabenbereich von Swiss Sport Integrity. Ein entscheidendes Ereignis, wenn auch nicht ganz der Ausgangspunkt dieser ganzen Bewegung, war die Veröffentlichung der sogenannten Macklinger Protokolle vor nun knapp 13 Monaten. Mit Macklinger Protokolle ist der Artikel im Magazin des Tagesanzeigers gemeint, worin sich 8 Schweizer Athletinnen über ihre Zeit in Macklingen äußern. Die darin enthaltenen Aussagen haben schlussendlich dazu geführt, dass der Schweizer Sport ab dem 1. Januar 2022 über eine unabhängige Meldestelle für Ethikverstöße verfügen wird. Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigte uns, dass dieses Thema durch diverse Meldungen über Missbrauch im Sport aktuell immer wieder in den Medien ist und Handlungsbedarf auf vielen Ebenen national sowie international erkannt wurde. Mit diesem System, analog dem Dopingbereich, eine vollkommen unabhängige Stelle zu schaffen, wird der Schweizer Sport auch international eine Vorreiterrolle einnehmen. Doch gehen wir etwas näher und genauer auf die Grundlagen von Swiss Sport Integrity ein. Die Basis bildet die bestehende und wohl bekannte Ethikcharta von Swiss Olympic und BASPO, die heute schon obligatorischer Bestandteil der Statuten jedes Mitgliedsverbandes von Swiss Olympic ist. Die Umsetzung dieser Charta ist in 2 Bereiche, Prävention und Intervention, aufgeteilt. Der Bereich Prävention, hier auf der Folie auf dem linken Teil, wird durch Swiss Olympic und BASPO abgedeckt. Der Bereich auf der rechten Seite Intervention wird ab dem 01.01.2022 durch Swiss Sport Integrity abgedeckt. Grundlage für die Arbeit von Swiss Sport Integrity im Bereich Ethik wird das Ethikstatut hier rechts bilden.
Über dieses befindet das Sportparlament in seiner Abstimmung vom 26. November. Bei einer Annahme ersetzt dieses Statut die aktuell bestehenden verbandsinternen Ethikvorschriften, womit die Grundlage geschaffen wird, dass Ethikverstöße im Schweizer Sport über alle Sportarten und Regionen hinweg einheitlich untersucht und falls notwendig sanktioniert werden. Wie erwähnt, wird Anti-Doping Schweiz zum Jahreswechsel in Swiss Sport Integrity umbenannt. Die Integration des Ethikbereichs bei Anti-Doping Schweiz erfolgte aus Synergiegründen. Denn so können diverse Aufgaben gemeinsam bereitgestellt werden. So unter anderem das Meldeportal, der Rechtsdienst, der Ermittlungsbereich, die Supportprozesse sowie die Infrastruktur, was sich vor allem in einer gesteigerten Effizienz und tieferen Kosten auswirken wird. Die Zuständigkeit von Swiss Sport Integrity ergeben sich aus dem Ethikstatut von Swiss Olympic. Diese werden unterteilt in Ethikverstöße und in Missstände. Unter Missstände wird eine Kultur sowie das Bestehen oder Fehlen von Strukturen und Prozessen innerhalb einer Sportorganisation, die eine Umsetzung des Ethikstatuts behindern, verstanden. Unter Ethikverstöße findet sich eine Aufzählung von Misshandlungen und Missbräuchen mit den jeweils dazugehörenden Erläuterungen. Die Meldestelle wird an 5 Tagen pro Woche zu Büroöffnungszeiten besetzt sein und telefonische Meldungen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch entgegennehmen. Dazu steht für 24 Stunden, 7 Tage die Woche ein digitales Meldeportal zur Verfügung. Selbstverständlich können die Meldungen auch anonym vorgenommen werden. Die Aufgaben der Meldestelle, zum Ablauf komme ich in der nächsten Folie, bestehen in einer Entgegennahme der Meldungen, prozessualen Beratung, das heißt nur bezüglich Ablauf, inhaltlich findet keine Beratung statt, dann eine Triage, Vorabklärung, eine Untersuchung, gegebenenfalls Weiterleitung zu Fach- und Beratungsstellen, staatlichen Behörden, das Erstellen eines Untersuchungsberichts mit Anträgen an die Disziplinarkammer. Jedoch wird Swiss Integrity nicht zuständig sein bei Verletzung von Wettkampfreglementen sowie Selektionen. Das heißt für die Swiss Olympic angeschlossenen Verbände, dass die aktuell bestehenden verbandsinternen Ethikvorschriften abgelöst werden und die Zuständigkeiten in diesem Bereich an Swiss Sport Integrity übergeht. Schauen wir uns den Ablauf noch etwas genauer an. Bei Eingang einer Meldung wird die Zuständigkeit geprüft. Liegt ein potenzieller Verstoß gegen das Ethikreglement vor, wird der betreffende Verband informiert und ein Untersuchungsverfahren eröffnet. Liegt keine Zuständigkeit vor, wird die Meldung an die zuständige Organisation weitergeleitet. Dazu gehören selbstverständlich auch die Strafverfolgungsbehörden. Über die Ergebnisse der Untersuchungen wird ein Bericht erstellt, welcher zusammen mit der Stellungnahme des zuständigen Verbandes und den Anträgen auf eine allfällige Sanktion oder Einstellung des Verfahrens der Disziplinarkammer zur Beurteilung vorgelegt wird. Bei Missständen auf Verbandsebene informiert die Disziplinarkommission Swiss Olympic und diese spricht gegenüber dem Sportverband Maßnahmen aus, welche in einer Vereinbarung festgehalten werden. Abschließend noch ein Wort zur Struktur der Meldestelle. Aktuell ist es sehr schwierig, das zu erwartende Arbeitsvolumen abzuschätzen. Aus diesem Grund werden wir mit einer minimalen Personaldecke starten und sollten die vorhandenen Kapazitäten nicht ausreichen, würden wir zumindest in einer ersten Phase auf externe Personen sowie allenfalls Institutionen wie Anwaltskanzleien zurückgreifen. Vielen Dank.